Es ist endlich soweit. Die WM 2018 steht vor der Tür. Diesmal geht's nach Russland. Also haben wir unsere Kameras nach Russland geschickt und zeigen euch das Land von unten und oben. Dort, wo das nächste Fußball-Sommermärchen stattfindet, waren wir auf der Suche nach dem wahren Gesicht Russland. Ein Land voller Geschichte und Kultur. Und Gastgeber beim größten Event des Jahres. Was werden die Fans und Spieler erleben, wenn sie anreisen? Let's go! Antworten kann das die Frau, die bei der Gruppenauslosung eine zentrale Rolle gespielt hat. Maria Komandnaja. Wir sind hier in Berlin. Hörst du uns in St. Petersburg, Maria? I can hear you clearly. Also Maria, bist du startklar? I'm ready for 100%. Aber die echte Frage ist, ist Russland startklar? Letztes Mal, als wir da waren, haben unsere Kamerateams ein paar Baustellen gesehen und viele der Stadien waren noch nicht fertig gebaut. Wie sieht's aus? Ist Russland bereit für den Anstoß? Yeah, I think that Russia is totally ready for the World Cup and I think that fans will enjoy St. Petersburg so much and of course Moscow. Also lass mal jetzt über Fußball reden. Ist doch immer schön, wenn die Gastgebermannschaft auch gut spielt. 1998 hat beispielsweise Frankreich die WM gewonnen im eigenen Land. 2002 hat uns Südkorea dann komplett überrascht, indem sie ins Halbfinale gekommen sind. 2006 haben wir Deutschen ein wunderbares Sommermärchen gespielt und wurden Dritter. Und 2010 hat dann Südafrika nicht so gut abgeschnitten. Sie waren die erste Mannschaft, die als Gastgeber nicht aus ihrer Gruppe kam. Schafft es denn Russland aus ihrer Gruppe? Die Gruppe ist ja eigentlich eine lösbare Aufgabe. Can we skip this question, please? No, of course, I'm joking. So the first goal that we have for the World Cup is to pass the group. And then we will see, you know, we will see, but I believe that we can do that. Als wir in Moskau unterwegs waren, haben wir ziemlich viele Statuen gesehen. Also alle großen Gesichter aus der russischen Geschichte haben eine Statue bekommen. Was muss denn diese russische Mannschaft machen, um selber eine Statue zu bekommen? Maybe they need to win at least one match. One game. Because actually Russian fans, they don't have too much expectations, you know, from our team, because we understand that this team is very young and, you know, our team, sorry guys, but our team used to let us down. So, like, just win one game and the whole nation will cry from the happiness. Also, die Fans können sich auf jeden Fall schon mal freuen. Gibt's denn schon Zeichen davon? Ich habe gehört, dass in den U-Bahnen und in den Restaurants alles schon auf Englisch übersetzt wird. I don't use subway like much in Moscow, but when I do that, of course I can notice that. And I know that a lot of young people, they have no problems with speaking English and try to maybe like to learn some Russian words. Und wie kann man denn, falls man ein hübsches russisches Mädel kennenlernt, sie nach ihrer Nummer fragen? You mean a girl's number or what? Yeah. You should be careful about it, because you know Russian women are the most beautiful women in the whole world. Don't argue with me on that. Можно ваш телефончик, пожалуйста? Ух, можете ваш? Можно ваш? Можно ваш. Can I take your телефончик, пожалуйста? Телефончик is like a short and nice one of телефон. Можно ваш телефончик, пожалуйста? Можно ваш телефончик, пожалуйста? I will send you the transcription after our interview. Natürlich gibt es viele Vorurteile über Russland. Vielleicht kannst du diese korrigieren oder auch bestätigen. Ich habe gehört, dass in Moskau ein normaler Wodka-Shot 100 Milliliter groß ist. Ist das wirklich wahr? You know, I don't drink, so I actually don't know. But I think that 100 milliliters is way too big. Maria, du bist doch Russin, oder? Du trinkst nicht? I'm 100% Russian, yes.
Was hat es eigentlich damit auf sich, dass Leute nicht lächeln? Warum lächeln die Russen nicht? No, that's true. That's completely true. Like we don't wanna pretend. We never pretend, really. We just wanna show our true emotions. We just wanna show what we feel right now. But if somebody asks about you, about your emotions, about your feelings, it means that these people really cares about you. And it's like the most important thing about Russians. Zum Abschluss brauche ich noch eine wichtige Info von dir, Maria. Wie sage ich denn Danke und auf Wiedersehen auf Russisch? It depends, you know, from the intonation. If you want to say like goodbye, my love, goodbye, something like this, it would be like прощай. 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 Yeah, and you can put so much emotions into this word. But actually, bye-bye, but it's not so interesting, but bye-bye is like пока. Пока. Also, vielen Dank, Maria, unsere Expertin aus Russland. Du wirst während der WM für Fox Bericht erstatten, also werden wir uns sicher nochmal sehen. Viel Spaß beim Turnier und wir sehen uns bald. Guys, I know that you're gonna love it.